Was passiert, wenn eine Sprache ausstirbt mit den Menschen, die sie sprechen? Wie sind Sprache und Identität miteinander verbunden? Auf einer Reise quer durch Westfalen begegne ich Menschen, die auf unterschiedlichste Art mit dem Plattdeutsch verknüpft sind. Welchen Platz hat das Plattdeutsche in Ihrem Leben? Und was möchten Sie der nächsten Generation davon mitgeben?